dis Ballon an hei, die sie nirgends festgemacht, sie schwirven an der Luft. Magic! Wir tun zu kriegen, dass die einfach so an der Luft stehen bleiben, das ist die Challenge für heute. Es geht um Equilibrium und Koordination. Um Kompetition und um Spaß. 3, 2, 1, Take-off! Für die Episode mit den Ballon und ganz viele gesehen, hier der Link zu der Sendung. An diesem Challenge geht es darum, eine Methode zu finden, wie ihr möglichst sehr so ein Ballon und ein Equilibrium kriegt. An alle Equipe von bis zu 4 Personen kriegt ihr 4 dieser Ballon an und einer langen Fissel. Und dann auch noch ein bisschen Material, und das sind eigentlich just nach Gewichten, ein paar mehr schwerer und ein paar mehr leichter. Und da kommen wir schon zum Challenge. Bei diesem Challenge geht es nicht darum, den Ballon just an die Equilibrium-Position zu kriegen, mehr für eben eine Methode zu entwickeln, wie das mit egal welchem Ballon möglichst sehr hinkriegt. Bloß dafür ein Teams verteidigt und an denen diskutieren, für eine möglichst gute Lösung zu finden. Gibt den Schüler just maximal 3 von den 4 Ballons für zu testen, der 4. Ballon, den ist für die Kompetition. So, an die erste Kehr sollen Schüler mal probieren, so den Ballon überhaupt einfach an den Equilibrium zu kriegen, und dann sollen dann diskutieren, wie ihn das möglichst sehr hinkriegt. So, das hat natürlich relativ lange gedauert, aber wie gehen wir das ein bisschen mehr sehr machen? Ich weiß nicht, ob eine ideale Methode, aber aufpassen, Spoiler. Für das möglich sehr hinzukriegen, fängt ihr am besten mit den schwersten Gewichten an, wie zum Beispiel mein Klammer. Packen wir das 2? Nein. Dann holen wir ein Gewicht drauf. Und dann holen wir das nächste schwerste Gewicht. Und dann kommen wir idealerweise bei einem Zustand, wo der Ballon so schüsst nach ob die Fissel absteigt. Aber wenn wir dann die Fissel auf dem heutigen Punkt aufschneiden, dann haben wir direkt den Ballon am perfekten Equilibrium. Tada! Nachdem die Teams 15 Minuten getestet haben, geht es an die Kompetition. All Team kriegt einen neuen Ballon und dann 3, 2, 1, Take-off, und dann müssen sie diesen möglichst sehr an den Equilibrium kriegen. Equilibrium heißt, dass der Ballon mindestens 5 Sekunden vor dem Gesicht schweben kann. Was war eure beste Methode und für was? Diskutiert das an euren Gruppen. Und wenn euch diese Challenge gefallen hat, lasst ein Like, abonniert diesen Kanal, weil kommen dann noch viel mehr.